of war. It hurts and humbles. For every winner, a loser. For every triumph, a defeat. But on the horizon awaits a new season. A new opportunity for redemption, for glory, for immortality. The brave will take to the pitch as warriors to battle, shoulder to shoulder, face to face. The hunger, the determination to push limits, to fight, to run, tackle, defend, attack, score, and celebrate. As the new season dawns, new stars will rise, new teams will captivate, new stadiums will rock, new challenges will emerge, new battles will be fought in the name of glory, in the name of honor, in the name of football. The game we love, the game we live for. Every challenge, every cheer, every minute, every second, the best game, our game. The new season awaits. Ach ja, was für ein schönes Intro von EA Sports für FIFA 14 und damit ein herzliches Willkommen zur ersten Folge Karrieremodus. Die Abstimmung hat ein klares Ergebnis ergeben, nämlich Eintracht Braunschweig, nein, Borussia Mönchengladbach. Und zwar, es war relativ deutlich, wie gesagt, also nehmen wir die jetzt auch. Ich bin ziemlich glücklich damit, weil das war ja so ein bisschen genau das, was ich mir erwartet habe, was ich gehofft habe, so mittelmäßige Mannschaft, mit der man aber auf jeden Fall was anfangen kann. Und wir haben den besten Freistoßschützen der Welt, laut FIFA 14, Juan Arango. Ja, Einstellungen, Schwierigkeitsgrad nehmen wir Profi wieder, denke ich mal, zum Anfang FIFA 14. Halbzeit in 6 Minuten ist okay, streng über Finanzen ist okay, Währung Euro, Stadion ist okay, da möchte ich das aber gerne nochmal umstellen, umbenennen in den Borussia Park. So. Stadionname eingeben, wahrscheinlich muss das nicht heißen, Stadionnamen eingeben mit N. Akkusativ. So, dann genutzte Teams, aktuell herunterladen, denke ich mal. Das machen wir nicht, weil das eben auch in echt nicht so ist. Das deaktivieren wir, ja, weil ich will die erste Halbsaison mit der richtigen Mannschaft spielen, weil das ja eben echt auch so ist. Da ist der Transfer, das Transferfenster zu und deswegen machen wir das hier auch so. Hier können wir gerne kurz uns ein Tutorial angucken. Das ist schon in Ordnung. Und dann geht's weiter. Legt Aktualisierung herunter, das können wir uns auch kurz angucken. Falls ihr euch wundert, warum die Menümusik so leise ist, habe ich schon mal erklärt. Ich hatte in den letzten Videos ein paar Content-Treffer, deswegen muss ich die leider runterstellen. So, wir nennen uns natürlich Lucien Favre. Nein, okay, wir nennen uns richtig Lucien Favre. Ich weiß, Lucien Favre ist der Trainer und nicht der Manager, aber wir sind ja im Prinzip der Trainer. Ich könnte mich jetzt auch Max Eberl nennen, aber naja, gut, komm. So. Aus der Schweiz ist er, glaube ich, bin ich mir relativ sicher, dass er Schweizer ist. Und da müssen wir natürlich mit französischem Akzent reden, natürlich, ja, natürlich. So, Kleidungsstil ist, denke ich mal, Hemd und Schlips gut. Grau ist er eigentlich immer angezogen, denke ich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, Hautfarbe im Mittel ist okay. Körperbau, regulär. So, weiter. Welcome to EA Sports FIFA 14. Where we've introduced a brand new way of playing your career as a manager, thanks to the Global Transfer Network. Now you can manage a staff of scouts and send them to different countries around the world to search for talent. Specify the type of player you're looking for by giving a range of criteria to your scouting network based on your team's needs. Once instructions are given to each scout, they look in their different regions for players that match any of your criteria. Once you receive preliminary reports from your scouts, you can browse the players found for you. The initial information just gives you a hint on the player's strengths. So if you are interested in finding more about a player, you will need to ask your staff to scout him further, which will reveal more detailed and accurate information about the player's traits and attributes. Now you're ready to start your career as a manager. Remember that managing your scouting network and finding new talent will be crucial, and I wish you every success. Thank you very much.
Ja, ich denke mal, das war nochmal ganz wichtig, dass wir uns das angeguckt haben. FC Bayern gewinnt Rennen um Mario Götze. Alle Infos zum Spieltag Bundesliga.de. Ja, da haben sie Lizenzen, sind natürlich stolz drauf. Übrigens, das hier ist mein erster Versuch der Karriere, der leider fehlgeschlagen ist, weil ich den Ton nicht aufgenommen habe, also meine Stimme nicht mit aufgenommen habe, weil ich aus Versehen das Mikro ausgemacht hatte. Also ich hatte sogar schon das erste Testspiel gespielt und sowas mit euch und dann war es sozusagen gefailt und deswegen starte ich hier gerade sozusagen den zweiten Versuch. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man so wenig Zeit hat zum Aufnehmen. Naja, was soll ich machen? So, wir haben ja erstmal ein paar Mails bekommen. Sehr geehrter Herr Favreux, der Vorstand hofft auf eine erfolgreiche Saison, ist gespannt darauf, wie Sie mit Ihrer Führungsstärke und Entschlossenheit das Beste aus dem Team herausholen werden. Wie auch werden Sie hauptsächlich an Ihrem Erfolg in der Liga messen. Als Ligasaisonziel haben wir Folgendes festgelegt: Euroleague Quali. Sollte dieses Ziel möglicherweise auch über den Pokalwettbewerb erreichbar sein, das Ziel jedoch verfehlt werden, könnte das nicht genügen, um unsere Kriterien zu erfüllen. Dankeschön. So. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ja, Scouting-Netzwerk machen wir noch. Jetzt erstmal noch nicht. Hier Händel, Blaswig und Blaswitsch und Lechleiter. Lechleiter ist ein Spieler bei Aalen, glaube ich. Und hier der Scout. Hallo Lucien, mein Name ist Lukas Händel. Oder Handle. Ich bin einer Ihrer Scouts. Ich wollte mal Hallo sagen und Ihnen mitteilen, wie ich und die anderen Scouts Ihnen helfen können. Es gibt zwei Arten des Scoutings. Nach Region oder oder spielerspezifisch. Okay. Bla bla bla. Das war's erst einmal. Ja, Dankeschön, könnt ihr euch selbst durchlesen, wenn es euch interessiert. Und hier der Vorstand. Wir wollen die Runde der letzten 16 erreichen, das heißt in die zweite Runde kommen. In der Realität wäre das, denke ich mal, ganz realistisch. Das Problem ist, wir sind ja bei FIFA und da gibt es nicht diese ganzen unterklassigen Mannschaften. Das heißt, wir spielen am Anfang wahrscheinlich gleich gegen den Zweit- oder Erstligisten. Was nicht ganz so leicht wird. Hier gibt es noch Nachrichten von Spielern, Nachrichtenarchiv. Okay. Archiv. Nicht Archiv. So, dann gucken wir uns gleich mal die Aufstellung an. Tabellen. Ja, okay. Ich muss ja auch erstmal noch ein bisschen zurechtkommen, ne? Das ist ja alles neu. Mit dem ganzen Interface. Der Nat. Oh! Nationaltrainer, Nationaltrainer, Nationaltrainer. Wir haben ein Angebot. Wir haben ein Angebot. Das hatte ich vorhin nicht. Oder was? Haben wir ein Angebot oder nicht? Erstmal hier. Nee, das ist noch alt. Okay. Trainer, das ist möglicherweise meine letzte Saison. Ich denke darüber nach, am Saisonende meine Schuhe an den Nagel zu hängen. Nein, bitte nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiterhin auf diesem Niveau mithalten kann. Und daher werde ich mir Gedanken über das Karriereende machen. Ja, danke schön. Warum kannst du mir das nicht persönlich sagen? Warum musst du mir dafür eine Mail schreiben? Idiot. Raus. Ja, okay. Philipp Dahms also will seine Karriere beenden, ist 34, ist alles okay. Das soll er doch. Ich wollte Ihnen nur gratulieren und Ihnen für Ihren neuen Posten als Borussia Mönchengladbach-Trainer alles Gute wünschen. Als Ihr Berater wird es nun auch zu meinen Aufgaben gehören, Ihnen die Chance zu verschaffen, neben Ihren Aufgaben für den Verein auch als Trainer einer Nationalmannschaft tätig zu werden. In den nächsten Monaten werden einige nationale Fußballverbände auf die Suche nach geeigneten Trainern gehen. Es ist also von größter Wichtigkeit, dass Sie bei dem neuen Posten klug und umsichtig agieren und sich profilieren, um so deren Interesse zu wecken. Bedenken Sie auch immer, dass Ihr Erfolg in der Liga mit Ihrem Verein ausschlaggebend dafür ist, welche Nationalmannschaften Sie letztendlich für den Job für geeignet halten. Ja, okay, wir haben noch kein Angebot. Ich dachte, das wäre auch ein bisschen schnell gewesen, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, weil das hatten wir bei FIFA 13 nicht mit den Nationalmannschaften. Das gab es da auch schon, aber wir hatten das nicht, weil wir immer so schlechte Mannschaften hatten. Und das war auch ein Grund, warum ich jetzt mal eine bessere Mannschaft haben wollte. Und Gladbach wird auf jeden Fall trotzdem eine Herausforderung in der Bundesliga natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da durchmarschieren werden und mit 10 Punkten Vorsprung Erster werden. So, also kann sein, ne, weil wir auch Profi spielen, aber naja. Dann spule ich erstmal weiter vor. Ach so, spielen. Ach, wir haben jetzt gleich unser erstes Testspiel. Okay. Gegen Saint-Étienne in Frankreich. Ja, die spielen mal lieber in Schwarz. Okay, dann gucken wir gleich mal. Warum stand da gerade? Ich würde sagen, Kramer geht mal raus. Der ist zwar echt noch ganz gut, aber ich will Granit Xhaka auf jeden Fall reinhaben. Rupp will ich auf die Bank. Auf der Bank haben wir ein bisschen viele Stürmer. Da kommt Younes raus und De Jong, der nicht in Form ist. Da kommt dann doch Kramer wieder rauf. So. Alles klar. Ansonsten ist es in Ordnung. Ich will erstmal im ersten Spiel meine Startelf testen und gucken, ob ich damit zufrieden bin. Und in den nächsten Testspielen kann ich ja noch mal ein bisschen rumprobieren. Mlapa sollte vielleicht auch irgendwann noch spielen.
Wir haben ja einen Stürmer und einen Mittelstürmer, da mache ich vielleicht doch so. Ja, so machen wir es. Alles klar. Und dann spielen wir dann jetzt erstmal das erste Spiel in der ersten Folge. Und genau, das habe ich mich gerade gewundert, warum hier Waldstadion steht. Da muss doch Borussia Park stehen. Das hatte ich doch extra so eingestellt. Oder hatte ich das nicht gespeichert? Och Mann, das wäre blöd. Naja, gut. Spieleinstellungen. Ja, Tageszeit ist vielleicht ein bisschen spät, oder? 21 Uhr. Na, sollen sie doch machen, ist doch egal. Na komm, 20:30. Wetter, heiter, bla bla bla. Ja, okay. Alles klar. Aufwärmen und auf geht's. Oh Gott, hier verkacke ich mal bei der Übung. Weil ich weil ich ja nicht mit dem Stick spiele, sondern mit dem Steuerkreuz. Oh, jetzt habe ich gerade sogar ein bisschen Glück. Funktioniert ja. Wow! Max Kruse, mein Lieber. Wow! Und wegen ich verkacke. Würde am Ende wahrscheinlich trotzdem nicht reichen, weil man hier extrem viele Punkte braucht. Gut, dass man hier wenigstens den Ball annehmen darf. Das war schlecht. Nein! Tor! Und der letzte Versuch verkackt. 7200. Ja, ich krieg sogar noch Bonuspunkte. Es könnte klappen, es könnte klappen. Yes! Aber ganz knapp. Aber ganz knapp. Ja, ist übrigens schon das Gold-Level. Cool, krasse Scheiße. Dann habe ich das auch noch geschafft. Und dann geht es los im Borussia Park. Waldstadion. Warum steht da Waldstadion? Naja, gut, ist nicht so schlimm. Dann ist es halt der Borussia Wald und nicht der Borussia Park. Auf geht's, Gladbach kämpfen und siegen. Ja, gleich die Balleroberung. Havard Nordfeld. Habe ich doch gesehen, dass er losläuft. War ein bisschen weit, leider. Moulin ist der Torwart. Was ist denn hier eigentlich für ein komischer, blöder Schatten? Ich meine, um 20.30 Uhr wird doch bitte wohl Flutlicht eingeschaltet, oder? Ich verstehe das gerade nicht so ganz, die Logik. Naja, gut. Kruse. Guter Pass, Hermann. Hat Platz! Yes! 1-0! Fünfte Minute, es geht gleich super los für Borussia Mönchengladbach. Ja, ich habe die Tore eingefügt, die ist leider ein bisschen leise. Ich habe die eigentlich lauter gestellt, ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Warum sich das nicht aktualisiert, ich habe die lauter gestellt. Ich muss da echt irgendwann nochmal, man hört die ganz leise gerade, ich muss da echt nochmal alles aufräumen und neu machen bei diesen Fangesängen. Wird leider viel Arbeit kosten und das kann ich auch vor dem Urlaub leider nicht mehr machen. Ich bin jetzt gerade in der Voraufnehmphase vor meinem London-Urlaub. Das heißt, wenn ihr das seht, bin ich gerade in England. In der englischen Hauptstadt. Ach Mann, das war ja ein bisschen blöd gemacht gerade. Ein bisschen unglücklich. Haben sie sich nicht geeinigt. Tabanou. Lemoine. Cornier und Kohaid. Haben wir ihn wieder. Im richtigen Moment. Alles klar! Yes! Das kann doch gar nicht wahr sein, wie das hier abgeht. 12. Minute. Ja, ich mache wieder genau den gleichen Torjubel, natürlich. Patrick Herrmann, 12. Minute. Gleich mal Doppelpack. Okay, der ist schon mal in der Startelf drin, würde ich mal sagen. Kein Abseits und dann schön eingeschoben. Torwart hat keine Chance. Gut, mit etwas Glück hätte er ihn halten können, aber war schon ganz gut von Patrick Herrmann. Nordfeld. Vielleicht schalten wir doch irgendwann auf Weltklasse, wenn es zu einfach ist. Aber gut, es ist auch Saint-Étienne und nicht der FC Bayern. Apropos FC Bayern, am ersten Spieltag spielen wir gegen die in München, weil das ist ja mal der realistische Spielplan, der echte Spielplan in der ersten Saison. Und da war es nun mal in echt auch so, dass Gladbach am ersten Spieltag in der Allianz Arena gespielt hat. Das war das Eröffnungsspiel. Ja, das ist gut gesehen, Kruse. Ja, immer noch gut. Nein, ich wollte nach hinten passen. Schade.
Fournier, Konter. Boah. Hat er Glück, dass er den Ball noch hat. Aber wir haben ihn wieder. Und ich muss am Anfang viel mit den hohen Bällen machen. Das tut mir leid, aber es ist einfach oft erfolgreich. Ah. Was? Offensiv faul? Och nö. Dragovic ist der Torwart. Ach Quatsch, ist ja gar nicht der Torwart gewesen. Ah, Leute. Kersting. Und Oscar Wendt. Juan Arango. Ja, das war blöd. Na, wobei. Na, Kruse. Kruse! Gute Torchance. Aber auf jeden Fall gefällt mir Mönchengladbach richtig gut hier von Anfang an. Das wird richtig Spaß machen, denke ich mal. Ich freue mich echt auf die Saison. Ja. Missverständnis. Ich habe auch Gladbach-Fangesänge, aber die funktionieren nicht. Die funktionieren nicht. Man kann sie, also ich habe sie drinnen. Ihr könnt mir da nochmal helfen, wenn ihr euch da auskennt. Ich habe die drinnen, den Musikordner. Aber die werden nicht angezeigt. Da werden ganz viele Sachen angezeigt. Aber nicht alle eben. Also ich kann viele Sachen einstellen da, aber eben nicht alle. Und die Gladbach-Fangesänge sind da nicht dabei. Die Torhymne ist da dabei, aber die ist zu leise. Die habe ich inzwischen lauter gestellt und wieder neu eingefügt, die alte gelöscht. Aber die ist trotzdem noch leise. Ich verstehe es nicht, wie das da funktioniert, wie FIFA da, inwiefern FIFA da auf die Ordner zugreift. Wenn sich da jemand auskennt, der möge sich doch bitte melden und mir erzählen, wieso das kommt, dass hier nur die Hälfte, dass man nur die Hälfte der Sachen, die da drin sind, in dem Ordner auch bei FIFA findet. Und sonst, ne, wieso sich das nicht aktualisiert und wo da jetzt genau darauf zugegriffen wird, wie man das handhaben muss. Ich habe irgendwo gehört, dass man da Playlists machen muss. Ich habe das gemacht. Ich habe jedes Lied einzeln drin und in der Playlist. Es ist immer ein bisschen anders. Also ich verstehe das nicht so ganz. Naja. Das habe ich auch bei Union gemacht. Da habe ich gestern Abend ewig dran rumgesessen. Und habe versucht, da... Nein! Glück gehabt. Jedenfalls habe ich da versucht, irgendwie halbwegs da die richtigen Gesänge reinzukriegen und sowas. Und dann habe ich da mein Einlauflied eingestellt bei FIFA und es läuft trotzdem nicht. Beziehungsweise, nee, ich habe es erst eingestellt, es war zu leise, dann habe ich es lauter gemacht, habe die Datei halt umbenannt in, mit so einem Laut dahinter. Dann war sie eben bei FIFA 14 drin nicht mehr zu finden. Und dann war auch die alte Datei weg und dann konnte ich überhaupt kein Einlauflied mehr einstellen von Union. So, wieso wird das jetzt da eingeblendet? Das verstehe ich noch nicht so ganz, wieso da oben plötzlich so ein Name eingeblendet wird. Also in der Bundesliga ist es zumindest nicht üblich, dass da plötzlich Namen eingeblendet werden. Vor allem ohne Grund, wenn da wenigstens eine Statistik zu stehen würde. Ist mir noch nicht ganz schlüssig, warum diese Neuerung bei FIFA 14 jetzt da ist. Warum das jetzt so ist. Riesum. Ja, die französischen Fans hier. Osame. Da hat ja San Pauli so einen französischen Fangesang, den sie immer singen. Die irgendwie alle braun-weiß. Das war ganz lustig. Ach, komm. Seid ihr eigentlich zufrieden mit der DFB-Pokal-Auslosung? Seid ihr zufrieden mit der DFB-Pokal-Auslosung? Ich bin ja sehr zufrieden. Also ich habe so... Also meine Priorität für Union war ja... Also Hertha ist ja draußen. Meine Priorität für Union war ja Heimspiel. Das war ist lange her, das letzte Heimspiel. Das war die Priorität. Das ist schon mal eingetroffen. Danke Yogi an der Stelle, der das ausgelost hat so. Oh, schade. Und dann habe ich natürlich gehofft, so Heimspiel gegen Bayern oder gegen Dortmund oder so. Hat nicht... Was ist denn da los? Hat nicht geklappt. Aber wenigstens auch gut gegen Kaiserslautern ist halt auch nicht schlecht, weil das eben sogar machbar ist. Also Union kann gegen Kaiserslautern gewinnen, wenn sie einen guten Tag haben. Sie haben den Heimvorteil. Wer spielt da? Okay. Und, ja. Dann bin ich natürlich noch ein bisschen traurig, dass Hertha verloren hat gegen Lautern. Sonst wäre es nämlich ein schönes Derby gewesen. Das wäre auch mal geil. So ein Berlin-Derby im Pokal. Da denkst du gerade, Hertha ist aufgestiegen, da gibst du was nicht mehr und dann hast du das im Pokal. Und dann natürlich im Olympiastadion wäre natürlich geil gewesen. Weil da einfach mehr Leute reinpassen. Ganz einfach. Ganz einfache Begründung. Nicht, weil es besser ist, das Stadion, sondern weil da einfach mehr Leute reinpassen. Mehr Leute was von haben. Arango.
ja, abgefälschter Schuss. Aber insgesamt hat einfach, denke ich mal, Saint-Étienne hier nicht wirklich so die Möglichkeiten, gegen uns zu bestehen. Wir sind einfach gut. Wir sind die Besten. Jawohl. Hier, Dominguez holt sich wieder den Ball. Granit Xhaka. Komm schon! Oh, schade. War wieder gut rausgespielt. Der Pass kam ein bisschen ungenau, deswegen muss ich direkt schießen mit Xhaka. Aber naja. So, Kruse mit der Ecke. Ah, da gesehen, da wollte ich gerade schießen. Im letzten Moment ist er dazwischen gekommen. Ja, irgendwie da den Ball kriegen. Nein! Langer Ball und... verfehlt. Und Kopfball, Ter Stegen ist da. Unsere Nummer 1 im Tor, Marc-André. Ter Stegen, Fußballgott. Ich weiß nicht, wie das ist in Gladbach, wie das da immer gesagt wird. Ich weiß nur, dass ich die Torhymne mag. Die man leider zu leise hört momentan noch. Das muss ich alles nach dem Urlaub regeln. Es tut mir leid, wenn das jetzt am Anfang noch nicht funktioniert. Ist schon wieder da eingeblendet, einfach Freundschaftsspiel Borussia Mönchengladbach. Wow, toll. Wissen wir doch, oder? Wissen wir doch. Sind wir mal ehrlich, wir wissen's. Das dürfte kein Abseits sein, ist es auch nicht. Aber die Flanke natürlich genau zum Gegner. Muss besser kommen einfach. Für sein Tor. VfL. Ich war sogar einmal im Stadion gegen Gladbach. Das war damals Hertha gegen Gladbach. Schon ein paar Jahre her. Damals hat Hertha 1-0 verloren. Und Marco Reus hat das Tor geschossen. Aber Hertha war gar nicht so schlecht. Für ihre Verhältnisse. Ja, Mann. Auf Außen. Xhaka. Na, ah, der letzte Pass hat nicht gesessen. Schade. Wenn der gut kommt, dann ist er durch. Ich will noch nicht sagen, ist er drin, aber da ist er durch jedenfalls. Moulin klärt vorerst. Und gleich die Balleroberung. Sieht auch gut aus. Also der Einsatz stimmt auch. Raphael auf Kruse. Nein, nicht schießen. Ah, zu spät. Habe ich aus Versehen so reflexmäßig auf Schießen gedrückt, aber es ist natürlich blöd, von dir zu schießen. Total bescheuert. Ball verloren. Saint-Étienne kommt. Wieder der lange Ball. Aber da müssen wir uns ausgehen. Richtig. Super. Freut mich. Vorhin habe ich gegen Livorno gespielt. Habe ich 1-0 gewonnen und habe einen Elfmeter. Die haben einen Elfmeter verschossen. Und jetzt fängt es doch nicht wieder an zu laggen. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso kann das nicht einfach mal ein Spiel lang durchhalten? Der fängt immer plötzlich an zu laggen. Och Mann. Schon wieder. Ich kann irgendwann nicht mehr FIFA aufnehmen. Ich weiß nicht, wieso Fraps das immer macht. Also, das ist ja nicht zu fassen jetzt. Kurze Pause. So, ich versuch's nochmal. Inzwischen ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Also, es liegt auf jeden Fall wieder an Fraps. Das kann doch nicht sein. Hat jemand da eine Idee, wieso Fraps da immer so... Ich meine, ich habe Speicherplatz, ich habe den Computer gerade ausgehabt, das ist jetzt die erste Aufnahme und der hält noch nicht mal ein Spiel durch. Das ist doch gar nicht zu fassen. Ich muss heute noch so viel aufnehmen, wie soll ich das denn hinkriegen? Ich muss euch doch die Folgen bringen während des Urlaubs, das geht doch sonst gar nicht. Uah, schön, Tor. Ihr seid ja pünktlich wieder da, Raphael. Da hört man wieder ganz leise die Torhymne. Tor! Tor für die Borussia! Ja. Ja. Hermann? Schade. Schlecht und schade. Schlade.
Brisson, Clément, Brandao. Pogba, der spielt er nicht bei Mailand? Das ist ein anderer wahrscheinlich. Nicht bei Mailand, bei Juventus. Juventus. Nicht Juventus. Juventus sagt man nicht. Juve. Ja, man sagt ja auch Juve, also sagt man Juventus. Janschke. Ja, guter Seitenwechsel. Und da ist halt die Zeit auch schon um. Eine Minute Nachspielzeit. Moulin, der Torwart, klärt da nochmal. Und da ist das Spiel vorbei. Gladbach gewinnt 3:0. Souverän zu Hause nach Toren von Hermann und Raphael. Ja, das ist doch schon mal super. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich bin extrem zufrieden nach dem ersten Spiel. Augsburg besiegt Newcastle und den Rest kann ich nicht erkennen, weil es so schnell weg war. Ja, freundliches Debüt für Favre im Freundschaftsspiel mit Max Kruse im Bild. Das nächste Spiel ist dann gegen... Das Wappen kenne ich jetzt nicht. Ist das Atalanta oder Catania oder irgendwie sowas? Hier, Kalender. Atalanta, okay. Und dann gegen AS Rom, also zwei italienische Teams, okay. Und dann gegen den FC Bayern. Freitag, den 9. August. Ich glaube, das ist alles realistisch. Ja, war auch ein Freitagsspiel damals. Und hier war eine englische Woche. Was ist denn hier? Warum ist denn hier so lange nichts? Ist das richtig? Ach so. Wegen... Ah, Länderspielpause, klar. Also es ist wirklich alles realistisch. Hier ist Länderspielpause. Dann gegen Braunschweig und Augsburg ist jetzt das letzte Spiel, was ich gesehen habe. Augsburg gegen Gladbach, 2:2 war es am Ende. Auf das Spiel freue ich mich schon gegen Hertha. Naja, war jetzt mal eine lange Folge zum Einstieg. Ich sage erstmal danke fürs Zuhauen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ciao, ciao.